Herzlich willkommen zum Stadtmagazin TV. Mein Name ist Jan Winter und wir sind heute zu Besuch bei Herrn Zülker, ehemaliger Kreispräsident. Herr Zülker, vielen Dank, dass wir Sie heute interviewen dürfen. Ah, bitteschön. Herr Zülker, wie geht es Ihnen jetzt im Ruhestand? Naja, der Ruhestand ist noch nicht so richtig durchgeschlagen. Ich habe, nachdem ich im Juni ja noch die Verabschiedung hatte, eine ganze Reihe von Sachen abzuwickeln. In dieser Phase bin ich noch. Naja, 28 Jahre Kreispräsident. Ich habe nachgelesen, 150 Kreistagssitzungen, nicht eine versäumt. Was bleibt Ihnen so im Nachgang besonders im Gedächtnis, wenn Sie an diese 28 Jahre denken? Der gewaltige Wandel in unserer Lebensweise. Man wird, wenn man so lange in der Politik ist, auch, wenn man sich Mühe gibt, zum Beobachter seiner Zeit. Und da muss ich eben sagen, haben sich unsere Lebensgewohnheiten stark verwandelt und damit auch die Aufgaben, die wir in der Selbstverwaltung zu lösen hatten. Und das gilt natürlich für den Kreistag. Und ich habe mir auch mal überlegt, wir haben schon auch in der Kreisverwaltung gewaltige Umbrüche gehabt in dieser Zeit. Das glaube ich. Sie haben viele große Politiker in dieser Zeit sicherlich auch erlebt durch Ihre Funktion. Gibt es jemanden, der Ihnen besonders imponiert hat? Also ich habe sehr viele Politiker kennengelernt auch, denn als Kreispräsident ist man ja auch Repräsentant, innerhalb des Landes zumindest. Und so kenne ich die Ministerpräsidenten seit Helmut Lemke, alle auch persönlich. Oha, seit Helmut Lemke, ja, da wissen Sie wenigstens noch, dass es den mal als Ministerpräsidenten gab. Also Helmut Lemke war Kreisvorsitzender der CDU in einer Zeit, als ich auch schon im Kreisvorstand war. Okay. Also den kenne ich auch, wenn Sie so wollen, aus einer gewissen distanzierten Zusammenarbeit, wobei er mich immer wahrgenommen hat und mich, glaube ich, persönlich auch ein wenig gefördert hat. Aber in der Frage, wer beeindruckt einen besonders, will ich keine Namen nennen. Denn mit jedem Namen, den man nennt, nennt man 10 Namen nicht. Ja, und ich kann nur sagen, ich habe in all diesen Jahren gelernt, Menschen zu wertschätzen, egal in welcher Position das sind. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die ehrenamtlich tätig sind, weil man nur im sehr kleinen, engen Bereich und deren Arbeit und deren Kompetenz weiß ich zu schätzen. Das glaube ich. Sie sprachen das gerade an. Sie haben Politik immer als Ehrenamt betrieben. Hat es Sie jemals gereizt, Berufspolitiker zu werden? Ja, ich war einmal Kandidat für den Landrat. Ich wollte sehr gerne Landrat werden. Okay. Bin dann einer spannenden Wahl Herrn Gorrissen unterlegen. Aber ich habe das im Nachhinein nie bedauert, denn Herr Gorrissen war ein hervorragender Landrat und ich habe mit ihm sehr gut zusammengearbeitet. Okay, Sie sind ursprünglich, da haben wir was gemeinsam, Sie sind Informatiker, ich bin auch Informatiker. Digitalisierung, für Sie Skepsis oder eher Begeisterung? Begeisterung, denn ich muss sagen, das ist ja das, was unsere Gesellschaft schon seit Jahren stark verändert. Und ich finde, die Möglichkeiten, die wir haben, die sind wirklich grandios. Und die finde ich besser, als immer nur die Gefahren in den Vordergrund zu stellen. Wenn Sie sehen, wie im Moment die Berliner Politik, gerade die Große Koalition, wie die miteinander umgehen, was denken Sie da? Ich finde, wir sollten die wirklichen Probleme lösen. Der frühere Bundesforschungsminister Riesenhuber hat mal in einer Rede gesagt, die Gefahr in der Politik ist, dass man die Scheinprobleme in den Köpfen der Leute löst und die Umstände immer schlechter werden. Und er hat sehr dafür plädiert, dass man sich um die realen Probleme kümmert. Ist das etwas, was sich in den letzten 28 Jahren in der Politik verändert hat, dass
mehr Selbstdarstellung ist oder war das immer ein Stück weit so? Naja, die Möglichkeit, die wir heute haben über die Medien, sind anders. Ja. Und dem haben sich die Politiker auch ein wenig angepasst. Aber im Prinzip, glaube ich, ist es seit der Antike, soweit ich das verfolgen kann, immer das Gleiche. Man versucht natürlich, die Menschen, die jetzt leben, direkt anzusprechen, auch mit den zum Teil unbegründeten Ängsten. Also ein Strauß oder ein Helmut Schmidt oder ein Helmut Kohl waren jeweils ein Unikum und das wird auch so bleiben in der Politik, oder? Ich hoffe so, dass solche, also dass das, was manche befürchten, dass die Politiker alle stromlinienförmig sind, das sehe ich überhaupt nicht, sondern wir haben starke Charaktere und wir müssen mit deren Eigenschaften leben. Herr Züker, wenn Sie heute 3 Wünsche frei hätten, was würden Sie mit diesen 3 Wünschen machen? Also ich würde sehr lange nachdenken. Ich kenne ja die Märchen auch, dass man Unvernünftiges wünscht, was man nachher schnell wieder rückgängig machen will. Im Moment ist völlig klar, dass meine Gesundheit mir sehr zu schaffen macht. Ja. Und so würde sicherlich ein Wunsch dahingehend sein, dass ich da eine gewisse Erleichterung habe. Auf der anderen Seite will ich nicht klagen. Es gibt andere Menschen, denen geht es sehr viel schlechter. Und das sehe ich eben auch. Okay. Ich gebe mich mal mit der Antwort zufrieden. Sie kommen aus Bad Bramstedt, wohnen heute in Bornhöved. War die Großstadt, mal in die Großstadt zu ziehen, nach Kiel oder nach Hamburg, war das mal eine Herausforderung oder eine Alternative für Sie? Naja, als junger Mensch sieht man in der Großstadt natürlich eine gewisse Attraktion. Auf der anderen Seite habe ich das kleinstädtische Leben in Bad Bramstedt in sehr positiver Erinnerung. Und meine Frau und ich sind durch einen gewissen Zufall nach Bornhöved gekommen und finden es herrlich hier. Und deshalb können wir nur wirklich sagen, wir wollen diesen Platz um Licht in der Welt eintauschen. Ja, das glaube ich. Das kann ich absolut nachvollziehen. Sie haben in Ihrer Zeit, das waren ja nicht nur 28 Jahre als Kreispräsident, sondern eine lange Zeit in der Politik, Sie haben viele Geschichten erlebt. Gibt es eine, wo Sie sagen, Mensch, die muss noch mal erzählt werden? Naja, wir haben bei den ganzen Veränderungsprozessen natürlich aufregende Zeiten auch gehabt. Die für mich als Kreispräsident aufregendste Zeit war die Umstellung in der Krankenhausversorgung. Okay. Wir hatten ja seinerzeit 2 Kreiskrankenhäuser und die beide so nicht mehr wirtschaftlich arbeiten konnten. Und dann fingen wir an der Trägerkonstruktion etwas zu arbeiten. Aber das war auch im Kreistag immer sehr strittig. Und wir hatten auch viele Menschen, die mitredeten, unter anderem die Gewerkschaften. Auf der anderen Seite war völlig klar, wir konnten als Kreis so nicht mehr weitermachen, denn die notwendigen Investitionen hätten wir aus öffentlichen Kassen einfach nicht geschafft. Und das führte dann dazu, dass wir um das Jahr 2000 rum den Gedanken hatten, uns vom Kaltenkirchner Krankenhaus zu trennen, es zu verkaufen, möglichst aber zu erhalten. Und darüber gerieten wir im Streit mit Mitarbeitern, mit der Stadt Kaltenkirchen auch. Das nahm heftige Züge an. Und ich erinnere mich, dass wir Anfang 2001, meine ich war das, eine sehr aufgeregte Kreistagssitzung hatten, der Saal bersten voll. Und das war das erste und einzige Mal, dass ich jemanden des Saals verweisen musste. Okay. Ja, das sind dann so Geschichten, an die erinnert man sich natürlich. Ne? Ja, sicher. Ansonsten haben wir auch andere schwere Entscheidungen treffen müssen. Aber das haben wir alles in letztlich doch anständiger Art und Weise abwickeln.
Also Norddeutsche miteinander dann ein Stück weit, oder? Wo steht aus Ihrer Sicht Schleswig-Holstein in 50 Jahren? Oder kann man so weit gar nicht denken? Ich glaube schon. Also ich glaube, dass wir weiterhin bewohnbar sein werden. Es ist immer die Frage, was bringt der Klimawandel womöglich auch an Veränderungen der Küstenlinie. Aber ich glaube, dass wir ein sehr attraktives Land sind und bleiben. Dieser Sommer führt uns ja geradezu vor Augen, wie attraktiv das auch für Touristen ist. Und ich glaube, alle die, die zu Hause geblieben sind, kommen diesmal auch auf ihre Kosten. Ja, das sehe ich auch so. Ich bin ja nun ursprünglich Hamburger und man bleibt ja auch Hamburger, wenn man da aufgewachsen ist, geboren ist und sehr verwurzelt ist. Ich habe immer so den Gedanken, bräuchten wir nicht einen Nordstaat, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern, wären da nicht einige Aufgaben einfacher? Wir bräuchten die Elbe nicht vertiefen, weil wir haben einen Tiefseehafen in Niedersachsen etc. Oder ist das von meiner Seite Utopie? Also ich selber lehne den Gedanken von größeren Bundesländern überhaupt nicht ab. Ja. Und wenn das seinerzeit mit Berlin und Brandenburg gleich nach der Wende geklappt hätte, dann wäre auch die Nordstaat-Diskussion nicht so schnell verstummt. Auf der anderen Seite wissen wir, solche Grenzen aufzuheben, ist eine Zumutung für viele Menschen und deshalb sehr schwer durchzusetzen. Also es bedarf da schon eines gewaltigen Anlasses auch, dass man sagt, jetzt kriegen wir die Menschen dazu, in die größeren Einheiten zu gehen. Ich schlage vor, gegenwärtig keine Zeit und Kraft zu verwenden, um die Grenzen zu verändern. Okay. Ich komme noch einmal zum Thema, das kommt immer wieder und es lief halt auch durch Segeberg, die A20. Jahrzehntelanges Thema und hat sie vermutlich auch ziemlich lang begleitet. Ist immer noch nicht fertig und ist immer noch nicht in Sicht, wann sie dann irgendwann mal zumindest bis zur A7 gehen würde. Was läuft da falsch? Oder läuft überhaupt nichts falsch? Nein, ich glaube schon, dass wir uns in Deutschland durch Gesetze so eingemauert haben, dass wir solche Projekte nicht ordentlich abwickeln können. Die tatsächlichen Gegebenheiten verändern sich derart schnell und wir haben uns richtige Bleiklötze an die Beine gegeben, um dem hinterher zu rennen. Ich finde, wir müssen Verfahren dort straffen. Das, was sich mit der A20 abspielt und jede Idee wird wieder in irgendeiner Weise torpediert durch eine angeblich bessere Idee. Damit können wir überhaupt nicht in den nächsten Jahren vorankommen. Ich bin schon sehr bedrückt auch, dass diese A20 nicht weitergeht. Und nun ausgerechnet an einer zentralen Stelle im Kreis Segeberg. Ja, das kann ich. Immerhin von Lübeck nach Segeberg hat sie es geschafft. Ja, aber auch sehr unbefriedigend, was den Verkehr in Segeberg betrifft. Ja, das stimmt. Also da könnte viel Entspannung kommen. Ich stelle die Frage trotzdem. Ich weiß nicht, ob Sie die beantworten wollen und das wäre auch okay. Sie haben viele Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holsteinerinnen kennengelernt. Viele Interessante. Gibt es Menschen, wo Sie sagen würden, Mensch, den solltet ihr auch mal unbedingt kennenlernen, das ist ein Unikum, das ist echt eine Marke? Nein, ich nenne deshalb auch keinen Namen, wie vorhin ich das schon mal äußerte. Denn jeder immer auf seinem Gebiet. Ich habe Politiker aller Qualitäten, aller Schattierung kennengelernt, aber auch Unternehmer, auch andere Menschen, die sich wohltätigen Dingen zuwenden, die im Vereinsleben eine große Rolle spielen. Und ich muss sagen, die leisten zum Teil alle viele Dinge, die unsere Gesellschaft voranbringen. Und ich wüsste nicht, in welche Kategorie ich als erstes greifen sollte. Okay,
da gebe ich mich mal mit der Antwort ein Stück weit zufrieden. Was läuft in der Politik ein Stück weit falsch? Weil es gibt so viel Politikverdrossenheit, wie ich finde, und die jungen Menschen bleiben der Politik immer mehr fern. Also eine Vokabel, bei der ich eigentlich raketenartig hochgehe, ist die Vokabel Politikverdrossenheit. Also gibt's sie gar nicht? Ich bin der Meinung, es ist eine Eigenschaft, die uns eingeredet wird. Okay. Wenn ich mit jungen Leuten Jugend im Kreistag mache, das habe ich 18 Jahre lang durchgeführt, dann merke ich, ist das Problem, dass die zum Teil in die Politik nicht eingeführt worden sind, die gar nicht herangeführt worden sind. Wenn die 2 Tage bei uns waren, haben die zum Teil eine ganz andere Begeisterung auch dafür. Ich finde, unsere Demokratie ist so gut und so schützenswert, dass ich mich fürchterlich darüber ärgere, dass andere Leute das zerreden. Wo in der Welt, auch unterm Strich, finden wir bessere Lebensbedingungen als bei uns und sagen wir mal, vielleicht 10 anderen Ländern auf dieser Erde. Und wenn das so ist, dass wir hier so gut leben können, dann wo gibt es einen Grund für Politikverdrossenheit? Das ist doch totaler Unsinn. Okay, das nehme ich jetzt so mit. Aber das kann ich auch nachvollziehen, dass hier und da die jungen Menschen an viele Dinge zu wenig rangeführt werden. Welche Projekte im Kreis imponieren Ihnen? Oder was sind die wichtigen Projekte aus Ihrer Sicht im Kreis? Die wir als Kreis durchgeführt haben. Also ich nehme jetzt mal die Umwandlung der Kreiskrankenhäuser in Privatkliniken. Das ist gut gelungen. Eine andere Sache, die wir, glaube ich, gut hingekriegt haben, ist die Jugendakademie. Da gab es ja auch eine lange Debatte, kontroverse Debatte auch im Kreistag. Sollen wir die Mühle in Bad Segeberg als Jugendbildungsstätte aufgeben und die Evangelische Akademie erwerben? Und ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass wir das Letztere tun. Das haben wir dann auch hinbekommen. Und ich glaube, das ist gut gelungen. Wir haben viel auf dem kulturellen Sektor gemacht. Wir haben unsere Feuerwehr gut gerüstet, Kreisfeuerwehrzentrale gebaut in den letzten Jahrzehnten. Wir haben den ÖPNV aufgemöbelt. Wir haben uns beteiligt am Ausbau der Bahnstrecken und zahlen immer, glaube ich, noch Betriebskosten für die U-Bahn, die ja in Norderstedt startet. Also das sind schon große Sachen. Aber die organisatorischen Dinge auch, die wir getroffen haben innerhalb des Kreises, die spielen auch eine große Rolle. Und ich will auch erwähnen, den Ausbau unserer Berufsbildungszentren. Ich erinnere mich noch dran, dass wir nach der Gründung der Stadt Norderstedt klein anfingen mit einer Dependance in so einem kleinen Barackenbau in Norderstedt. Und wenn Sie heute sehen, dieses BBZ ist eine gewaltige, wichtige Einrichtung. Wenn Sie auf die Zeit in der Politik und als Kreistagspräsident zurückblicken, wie zufrieden oder auch ein Stück weit stolz sind Sie auf das, was Sie da geleistet haben? Naja, man leistet auch als Kreispräsident ja nichts allein. Man braucht überall das Team. Man muss andere Menschen für seine Ideen mit begeistern. Und ich glaube, das ist mir in weiten Teilen auch gelungen. Von daher gesehen freue ich mich, dass im Kreistag wir es hinbekommen haben, ein arbeitsfähiges Klima zu schaffen. Wir hatten in der letzten Wahlperiode ja schon 6 Fraktionen und das ging trotzdem ganz gut. Wir haben viele Dinge so organisiert, dass wir Meinungsverschiedenheiten im Kompromisswege in den Ausschüssen gelöst haben und dann mit ganz großer Mehrheit die Entscheidung
haben treffen können. Da kann man auch ein Stück weit stolz sein. Gibt es Dinge, bei denen Sie in der Rückschau sagen würden, das würde ich heute vielleicht ein Stück weit anders machen? Oder gibt es Dinge, die Sie noch gerne beendet hätten, wo einfach die Zeit fehlte? Dieses, ich hätte was anders machen sollen, bezieht sich meistens auf kurzfristige Sachen, an die man sich später auch nicht erinnert. Ja. Aber ich glaube, dass wir im Großen und Ganzen im Kreistag schon die richtigen Entscheidungen haben getroffen. Und übrigens, das eine habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Ich bin besonders stolz und finde, es ist anerkennenswert, wie unsere Bevölkerung sich in dieser Flüchtlingskrise verhalten hat. Als die Bürgerkriegsflüchtlinge ja in großer Zahl hierher kamen, hat es eine solche Welle der Hilfsbereitschaft gegeben. Und das fand ich ganz hervorragend. Und wir haben als Kreistag, übrigens ja schon vor dieser Welle, hatten wir eine Deklaration, eine Resolution verfasst, wo wir uns für die kulturelle Vielfalt und überhaupt die Vielfalt der Menschen ausgesprochen haben. Und wir hatten entsprechende Leitlinien uns auch gegeben und die kamen voll und ganz zur Anwendung. Ich bin bei meiner letzten Frage, Herr Zülker. Wir haben das vorhin schon mal kurz gestriffen mit der Politikverdrossenheit. Sie haben sich sehr für Jugend- und Bildungsbereich engagiert. Wenn Sie die Jugend heute sehen, sind Sie da guten Mutes für die Zukunft? Ja, ausgesprochen. Also abgesehen davon, die wachsen immer wieder nach. Ich habe selber 5 Enkelkinder. Ja. Und da hat man im persönlichen Bereich die Freude auch, diese Kinder heranwachsen zu sehen. Aber auch sonst bin ich gerade Jugend im Kreistag, da sind sie so 15, 16 Jahre alt, die Jugendlichen. Ganz hervorragende Menschen. Und genauso, dass man das heute erlebt, wenn die ihre Berufsausbildung machen, ihr Studium machen. Das sind Menschen, die in unsere Gesellschaft gut passen, diese auch voranbringen können. Von daher bin ich völlig optimistisch, was die Zukunft betrifft. Wunderbar. Herr Zülker, vielen, vielen Dank, dass Sie uns die Gelegenheit gaben, noch mal einen kurzen Moment zurückzugucken und Sie im Interview zu haben. Vielen, vielen Dank. Ja, bitte sehr, sehr gern. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.